Herzlich willkommen zu Vollenergie im steirischen Vulkanland. Mein Name ist Denise Strohmeier von der lokalen Energieagentur und ich begleite Sie durch die Region und besuche mit Ihnen gemeinsam energiereiche Schauplätze und Betriebe. Heute befinden wir uns bei altbekannten Glücksbringern, nämlich bei dem Rauchfangkehrerbetrieb Brandl in Feldbach. Hallo Herr Brandl, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Wir sind jetzt beim Rauchfangkehrerbetrieb Brandl in Feldbach. Ein Rauchfangkehrerbetrieb mit langer Familientradition. In der wievielten Generation führen Sie dieses Unternehmen bereits? Ich führe den Betrieb seit 5 Generationen. Wir feiern im nächsten Jahr 150 Jahre. Wir haben derzeit 14 Mitarbeiter und betreuen das Kehrgebiet Feldbach und seit Oktober 2008 auch das Kehrgebiet Bad Gleichenberg. Sie arbeiten ja sehr energie- und zukunftsorientiert. Welche Bereiche trifft das im Besonderen? Ja, wir sind ständig betroffen mit Umweltschutz, Energieeinsparung und beraten auch dahingehend unsere Kunden. Machen auch Heizungsberatungen natürlich. Ja. Sie machen auch einige Arbeiten darüber hinaus und wir sehen es hier, wir stehen vor einem Elektronutzfahrzeug des Betriebs Brandl. Was hat es damit auf sich? Wie viele gibt es davon? Es gibt derzeit 2 Elektrofahrzeuge von insgesamt 14 Fahrzeugen. Wir sind im Nahverkehr unterwegs, alles Kurzstrecken und gerade auf diesem Gebiet lässt sich viel für den Umweltschutz tun. Und so haben wir uns entschlossen, 2 Fahrzeuge anzuschaffen, die elektrisch betrieben werden. Die monatlichen Kosten sind aufgrund der Batteriemiete ähnlich wie bei einem Dieselfahrzeug. Die Gesamtkosten sind in Summe günstiger durch günstigere Versicherung, durch den Wegfall der Nova und geringere Wartungs- und Servicekosten. Sie sind elektrisch ja wirklich für alles gerüstet und was das genau bedeutet, das schauen wir uns jetzt an. Wir stehen jetzt hier vor einem nagelneuen Notstromaggregat. Was hat es damit auf sich? Warum benötigt ein Rauchfangkehrerbetrieb so etwas? Aufgrund der Initiative der Stadtgemeinde Feldbach bezüglich Vorsorge bei einem eventuellen Blackout haben wir das Notstromaggregat angeschafft und in Kombination mit einer neuen Photovoltaikanlage. Mit dieser versorgen wir auch unsere Elektrofahrzeuge. Und wir haben auch in einem Aufenthaltsraum einen Rauchfang errichtet, an diesen einen T-Shirt angeschlossen, mit dem man diesen Raum heizen kann und auch kochen kann. Das heißt, Sie sind für wirklich alle Fälle gerüstet? So ist es. Was genau ist Ihre Motivation, sich auf diesem Gebiet so sehr zu engagieren? Berufsbedingt, wir beraten unsere Kunden nicht nur für den Umweltschutz und Energieeinsparung, sondern wir wollen das auch vorleben und unseren Teil zum Umweltschutz beitragen. Ich bedanke mich recht herzlich, Herr Brandl, dass wir einen Einblick in Ihren Betrieb bekommen haben. Ich danke auch für das Gespräch, wünsche Ihnen, Ihrem Team und den Zusehern als Rauchfangkehrer viel Glück. Ja, vielen Dank. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich, liebe Zuseher, fürs Zuschauen und vielleicht bis zu einer weiteren Folge Vollenergie im steirischen Vulkanland.